Hallo und seid herzlich willkommen zurück hier zu Tomb Raider. Wir sind hier immer noch im Gange und was bringt mir das? Und außerdem habe ich die Pistole aus. Okay, wie komme ich da oben jetzt drauf? Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wertdurchsetzung. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Kann ich das so töten? Warum könnte ich die überhaupt töten, ist die Frage. Was würde das bringen? Um jetzt mal irgendwie so zu fragen. Was kann ich denn hier? Um die Fackel zu entzünden. Achso, ja, hier waren wir schon. Okay, dann gehe ich mal wieder nach oben. Ne, ich brauche keine Fackel. Ich weiß nicht, ob das für irgendwas ist. Warte mal. Der Vogel auch wieder. Da waren... Okay, ich würde sagen, ich mache mich jetzt einfach nochmal auf den Weg nach oben. Ich weiß, glaube ich, wo ich hingehen muss. Glaube ich zumindest zu wissen. Also, wir müssen da hin. Da kommen wir hin. Und zwar von hier. Nee, okay. Von da kommen wir also... Wo? Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Oh toll. Kommt jetzt. Habe ich echt ein Rätsel vergessen? Okay, was habe ich übersehen? Da muss ich rauf. Da komme ich aber einfach so da hoch. Ich gehe jetzt einfach erstmal. Nee, dann springe ich nicht hoch. Vielleicht eher doch von noch ein weiter oben. Ach nee, geht ja gar nicht. Also ich muss dahin. Ach ja, da wo ich abgestürzt bin. Da blinkt was. Was ist das denn hier? Geocoache. Okay. Oh lol. Da oben kommen wir nicht hin. So, und hier oben drauf auf das Dach kommen wir nicht. Hier komme ich hin. So, was bringt es mir aber hier hinzugehen? Passt auf. Okay, jetzt sind wir hier. Ich glaube, ich brauche keine mehr. Obwohl, kann ja eigentlich nicht schaden. Woo! Das war nice. Oh!
Holy shit. Okay. Hier haben wir Bergungsgut. Können wir hier was machen? Nein, okay. Ich würde schon mal sehr gerne eher auf meine Waffe wechseln. Oh Gott, und jetzt gleich kommen die Wölfe. Okay, wir sind jetzt gleich bei den Wölfen. Ey, ohne Witz, ich möchte das nicht nochmal alles hier machen. Es wurde jetzt da drin. Wo? Ja, okay, das Rudel ist da drin. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Oder gucken zumindest erstmal. Oh Gott, ich habe keine Lust. Oh, was ist das denn hier? Geil. Wie soll ich denn jetzt so 30 Wölfe umbringen? Wehe, einer kommt gleich von oben nach unten. Oh Mann, ich habe keine Lust. Los geht's. Ach so. Wo sind die denn? Oh. Ja, ich bin ein bisschen schreckhaft, sorry. Oh. Junge, ich. Der eine ist doch gerade hier lang gelaufen. Oh, hallo Licht. Ich sehe nichts. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ist das der Rucksack? Okay. Ich bin hier allein. Oh! Ach so, F. Scheiße. Okay, ich wusste, dass etwas kommt. F.
habe ich jetzt falsch gemacht? Bin ich wieder zu blöd zum Lesen? Wie das letzte Mal? Okay, pass auf, ich guck jetzt doch mal. Also, links, rechts, links, rechts. So, ich habe meinen Fehler gelesen. Auf ein neues. Ich mache es jetzt nicht wie das letzte Mal, dass wir es 1000 Mal machen. Ich weiß, wo mein Fehler liegt. Okay. Oh. Das war Fail. Das war gerade ein totaler Fail. Das war das falsche Timing. Auf ein neues. Mann. Vor allem, wir müssen zum Wolfsrudel. Da war echt nur einer. So, ich geh safe runter. Nee, warte, da komme ich nicht her. Achso, YOLO. Nice one. Das war doch mal gut. Achso, ist voll. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, weil das will ich unbedingt wissen. Das ist echt nur EP. Und ich dachte, das bringt irgendwas. Okay, jetzt können wir Rust helfen. Sorry, ich trinke aber mal eben dabei einen Schluck. Gut. Flicken wir dich zusammen. Ich sag mal nicht, was ich da erst gelesen habe. alles gut. Oh, zum Glück. Roth. Ich hätte sonst noch was anderes eher machen können, bevor ich da hingegangen wäre. Aber ich glaube, jetzt ist zu spät. Schade. Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt meine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Oh Mann. Du schaffst das, Lara. Wir sind stark. Bist du eine Croft? Wir sind eine Croft. Lara Croft. Bin ich diese Art von Croft? Doch, bist du. Was ist das denn jetzt? Du weißt es nur noch nicht. Was ist das denn jetzt? Hä? Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Zuerst gehen wir aber zum Lager, weil da können wir noch einen Fähigkeitenpunkt oder so ausgeben.
Und wo muss ich jetzt hin? LOL! Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Drücken Sie E, um zerklüftete Wände. Okay. Erklimmen Sie den Wasserfall. Ja, okay. Er hat gesagt, wir sollen erstmal leeren. Ich komme da rauf. Hä? Ja, okay. Also ich weiß jetzt erstmal, wie es geht. So, jetzt sehe ich aber nochmal eben zum Lager. Und dann beende ich auch schon wieder die Folge. So. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Okay. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Das stimmt. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Sollen sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen? Das habe ich gemeistert. Das ist Jäger. Sicherer Schuss. Munition. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen doch erstmal aufs Überleben. Okay. Das ist besser. Oh. Tagebücher aktualisiert. Nee, das ist das Falsche. I? War das I? Nee, warte, wo kann ich denn so diese Tagebücher einsehen? D? Ah, nee, dann nicht D. Gehört damit zu A. W-A-S-D. Das war hier drauf. Dorfplateau. Ich weiß nicht, wo ich das einsehen kann. Hier, ja. Ah, hier, Dokumente. Laras Tagebücher aufs Schlimmste vorbereitet. Dokument untersuchen. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Haben wir zwar gerade gehört, aber ich habe es jetzt trotzdem noch mal vorgelesen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. In der nächsten Folge kann ich schon mal sagen, ich werde hier noch mal meinen Instinkt einsetzen, um zu gucken, was es mit diesen Reliquien oder mit diesen Geografen auf sich hat, wo wir schon zwei von gefunden haben. Und werde mal gucken, ob wir hier noch weitere finden. Die Hühner oder so lasse ich am Leben, aber ich schaue nach anderen Indizien. Und lasst mir mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns dann am Montag. Ich muss gerade überlegen, die Folge kommt jetzt hier Freitag. Wir sehen uns dann Montag und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.